Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Paladins Champions of the Realm. Ich bin Rotmac und wir spielen mal wieder eine Runde. Let the battle begin. Ja, es ist länger her, als ich das letzte Mal die letzte Runde gespielt habe. So, das war bei Patch 11, glaube ich, Beta Patch 11. Das Spiel befindet sich immer noch in der Beta-Phase. Nun sind wir irgendwie bei 17 oder sowas. Wir können hier mit K, okay. Das sind die Karten, die wir gewählt haben. Ich, ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt hier nicht richtig reingespielt. Ich habe eine Runde gespielt, hat Spaß gemacht und habe mir gesagt, jetzt ist wieder mal Zeit für eine Runde. Ich bin noch auf dem Stand einigermaßen. Und wir spielen diesmal mit Barrick. Ja, Barrick ist ein kleiner Zwerg, der gerne Türmchen legt, oder Türme legt. Türmchen ist vielleicht, ja gut, Türmchen stimmt schon, sind kleine Türme. Aber die machen gewaltig gut Schaden. Und jetzt versuchen wir hier, die Belagerungswaffe für uns zu gewinnen. Wichtig zu wissen ist auch, dass sich einiges getan hat in den Patch. Es gibt einige neue Maps, es gibt auch neue Modi. Ich werde dazu sicherlich auch noch Videos machen, weil es macht richtig Spaß. Ich habe die neuen Modi noch nicht gespielt, aber ich denke mir, da haben die Entwickler sicherlich anknüpfen können an den Rest des Spiels. Und der ist einfach nur gelungen. Ich denke mal, Leute, die sich auf Overwatch freuen, dürfen das Spiel gerne ein bisschen testen, weil das ist ein kleiner Vorgeschmack auf Overwatch und ich habe noch keine Beta-Key. Deshalb werde ich hier mir eine Zeit, meine Zeit missbrauchen. Was? Meine Zeit, spenden. So. Klingt doch gut. Ja, so, wir haben die erste Belagerungsmaschine für uns. Und wir greifen dann auch mal an. Es gibt auch neue Champions, wie ihr seht. Dieses Baummonster hier. Eine Art Krieger. Oder ist ein Krieger, keine Ahnung. Hatte ich bisher auch noch nie gesehen. Es gibt auch Scharfschützen und Maskenträger und alles Üble. Das sieht relativ gut aus hier bei uns. Wir können da richtig gut durchrennen. Den Typen hier müssen wir jetzt auch noch weghauen. Dann setzen wir hier ein Türmchen hin. So. Bald können wir auch wieder zwei Türme setzen. Wenn unser... Oh, ich bin eingeschlossen. Sollte hier mal abhauen. Oh, sehr gut. Und ihr seht jetzt auch, die Belagerungsmaschine geht weiter, auch wenn das Gate zerstört ist, ja. Also früher war es ja so, dass wenn man das Gate zerstört hat, dann wurde auch die Belagerungsmaschine zerstört. Reloaden muss man jetzt auch. Gab es früher auch nicht bei Barrick. Jetzt ist mir das Spiel hier klein geworden. So, bin wieder da. Entschuldigung. Wieso auch immer jetzt das Spiel gerade rund in die Taskleiste ging. Man weiß es nicht. So, hier hat Türme hingetan und hier Schutzschild und weg jetzt. Ja, zu spät. So, was auch noch neu ist, wir haben eine Killcam. Hatten wir. Hat man das schon gesehen? Keine Ahnung. Es gibt eine Killcam auf jeden Fall. Und man ist jetzt auch, wenn man tot ist, kann man auch den anderen noch ein bisschen zusehen. Also man hat auch zu tun, wenn man tot ist. Finde ich ja immer ganz nett, weil einfach nur so tot rumliegen ist ein bisschen langweilig, nicht wahr? So, dann gehen wir da runter. Wir wollen den Turm bauen, damit wir hier die nächste Belagerungsmaschine für uns hinkriegen. Ein bisschen Schutz. So, ja, gibt's den ollen Baum. Der ist weg. Das sieht wirklich ganz gut aus für uns. So, ja, ich werde ein bisschen mehr spielen, habe ich mir vorgenommen, weil es macht halt schon Spaß, muss man sagen. Und ich glaube, es gibt auch ganz coole Modi jetzt. Ich habe nur eins kurz auf YouTube gesehen, deshalb bin ich überhaupt dazu gekommen, wieder zu spielen. Ich habe auf YouTube was gesehen und gedacht, hey, das sieht ganz lustig aus, komm. Spiel dich mal langsam wieder rein hier. So, ein Turm gebaut. Mach Schaden. Das klingelt immer so schön, ich finde das extrem geil. Als würde man irgendwie gut Geld scheffeln. Jedes Mal, wenn der Turm einen Champion trifft. Oh, was war das denn? So, töte es. Ja, habe ich ihn. Okay, die Belagerungsmaschine ist zerstört. Hier noch ein Geschenk für die Leute. Hinterlegen und weg. Ja, haben wir noch getroffen. Sehr gut. So, 3 Sekunden. Und wir sind gerade richtig für den Punkt. Ich sollte ein bisschen Heilung haben. Ah, das klingelt so schön. Ich liebe das.
Dann weiß ich, der Turm, der macht gut Schaden. So. Bam, bam, bam. Mann, ist es geil. Okay, wo bleibt ihr denn? Da sind sie. Einmal Schutz und dann wird hier draufgeschossen. Das ist so ein Tanky-Typ, glaube ich. Einfach immer schön drauf. Immer schön drauf. Und wir haben schon die nächste. Also wir gehen da richtig schön ab. Da hat die Gegenseite überhaupt keine Chance. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch gleich durchzubrechen. Obwohl, nee, man sieht oben, der eine Bunker ist auch noch da. Die eine Wall. Wer will hier spielen? So. Los, los, weiter geht's. Muss dann die Türme vorne setzen. Hier kommt ein Turm hin. So. Da hat mich der Krieger aber gut eingesperrt. Ich muss da weg. Ein bisschen Heilung habe ich gekriegt. Ja, okay. Alles kann ich auch nicht haben. Aber das Gate ist zerstört. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir müssen nur noch den Bunker zerstören. Und da sind sie, glaube ich, noch dran, ja? Unsere Belagerungsmaschine lebt noch. Jetzt stirbt sie dann gleich. Jetzt ist sie weg. Aber wir haben fast die Hälfte des Bunkers eingerissen. Das ist schön. So läuft das. Man kann jetzt auch so portieren, teleportieren. Portieren. Oh, da helfen wir doch noch. Ja, töte das Bäumchen. Mann, habe ich heute Mühe mit Reden. Entschuldigung, oi. Der haut ganz gut zu. Der haut ganz gut zu, der Schweinehund. Und da ist ein Enemy auf dem Point. Das sollten wir mal schauen gehen. Das darf natürlich nicht sein, dass die jetzt hier noch eine Belagerungsmaschine herschaffen. Aber das sieht danach aus. Okay, dann müssen wir halt echt noch verteidigen. So, den Baumhammer. Jetzt hier noch einen Turm hinstellen. Dann ist er bereit, wenn die Maschine kommt. Und dann klingelt es wieder schön. Das wird sicherlich nicht allzu lange gehen, habe ich das Gefühl. Der Flammenwerfer macht aber auch nicht viel. Habe ich einen Flammenwerfer hingestellt und der hat gar nichts gemacht. Okay, dann muss ich wahrscheinlich näher an den Gegner stellen. Ja, früher gab es das Nachladen auch nicht. Früher. Als alles noch besser war, ne? Ne, finde ich gut, dass man jetzt nachlädt. Dann kann man nicht einfach nur die Schusstaste gedrückt halten. Sondern muss auch ein bisschen taktisch vorgehen. So, einmal Turm gelegt. Den schützen wir auch gleich. Was ist denn das? Eine Mine oder was war das? Ein zweiter Turm. Kann ich schaden. Und ich sammle hier schön Punkte. Was ist los mit dir? Und da ist auch schon der Baum. Der wurde gefällt. So, komm. Bring uns die Belagerungsmaschine und dann ab zum Turm. Beziehungsweise ab zum Bunker. Und dann reißen wir den auch noch ein. Dann haben wir hier innerhalb von 10 Minuten das Spiel gewonnen. Ja, es sind kurze, knackige Spiele. Da muss ich auch nicht was schneiden. Das lasse ich einfach so. Auch wenn meine Versprecher drin sind. Ist egal. Mach ich doch. So, jetzt nimmt es mich wunder, ob wir das hier schaffen. Und ihr seht auch jetzt, wir sind tot und wir haben die Belagerungsmaschine. Aber wir respawnen nicht in der Mitte, sondern wir respawnen immer noch bei uns draußen. Ich kann jetzt hier irgendwo hinporten. In die Mitte. Hat sie was gelegt? Sehr gut. Aber es ist nicht mehr so, dass man automatisch hier beim Spawnpunkt der Belagerungsmaschine respawnt. Sondern man muss hier wirklich wieder von vom Start aus hinlaufen. Oder man hat jemanden, der so Teleportiersteine legen kann, was nämlich sehr nützlich ist. So, hier haben wir ein bisschen Schutz für die Maschine. Ne, das war nicht wirklich gut. Egal, drauf, drauf, drauf. Los, los, los. Das sieht gut aus. Die Maschine ist aber gleich weg.
Kann man hier noch ein bisschen? Nee, ich muss weg. Ich muss weg. So, die Blaskugel und weg sind wir. Kann ich hier aber den Flammenwerfer hinlegen? Ich weiß nicht, ob er jetzt... Der macht nichts. Da muss wirklich jemand in die Range rein. Die ist ziemlich klein. So, dann gehen wir hier auf den Punkt. Einen Turm gebaut. Schutzschild hochgezogen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. In 10 Minuten haben wir es jetzt nicht geschafft, aber... Oi, oi, oi. Das hört sich gut an, wie das klingelt. Wo ist der hin? Ist er gestorben? Noch einen Turm legen. Da haben wir zwei Türme. Reparieren kann ich die leider nicht. Da müsste ich einen Skill nehmen dafür. Und eine Karte. Und wir greifen an. Hoffentlich zum letzten Mal. Oh. Ja. Sehr gut. Das Schwierige ist manchmal auch ein bisschen, es ist alles sehr aktiv. Ja, das Kampfsystem. Und wenn die Leute wegspringen, dann mit Zielen muss man ein bisschen vorhalten und so. Oh. Oh. Der Baum, der ist krass. Den werde ich sicherlich auch mal spielen. Da freue ich mich schon drauf. Ist so eigentlich mein Typ von Champion. So ein kleiner Krieger. Der gut tankt, aber auch gut austeilen kann. So, komm. Respawn. So. Hier rein. Ja, wir sind ja ziemlich weit vorne. Das ist okay. Und wir haben es wahrscheinlich gleich. Das sollte jetzt gleich gewonnen sein. Sehr schön. Ja, so schnell gilt das. Jetzt haben wir jetzt 12 Minuten gespielt. Wunderbar. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Belohnungen. Mal schauen, was wir da kriegen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen Gold, ein bisschen Erfahrung. Was haben wir denn? Knockouts 19, Level 6. Fünfmal gestorben. Killing Blows 9. Okay, Scoreboard. K.O. 19. Ja, sind wir gut dabei. Sind wir gut dabei. Mittelfeld. Damage 53k. Sind wir auch Mittelfeld. Denke aber, Fernando ist eher ein Tank. Bei ihr, keine Ahnung. Er ist auch eher tanky. Keine Ahnung. Cassie ist voll Damage. Boah, das sieht doch alles nicht so schlecht aus. Kann man für das zweite Spiel, was ich jetzt spiele seit längerem, kann man das zählen lassen, ja? Ganz gut. Okay, ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Rotmac. Ciao!